Übung mit mir vornehmen nehmen. Und zwar werden wir heute ein statisches Training machen im Pyramiden-Style. Das heißt, wir werden 20 Sekunden lassen, 30, 2x40, 30, 20 Sekunden. Wird ein anstrengendes Training, werdet ihr merken, ich werde auch zum Zittern kommen. Vorerst machen wir uns aber auf jeden Fall erstmal eine Runde warm. Wir laufen auf der Stelle. Bitte über den Wechsel, die Zehen zur Seite. Und nehmen die Hände dazu, schieben sie diagonal nach vorne. Beinbewegung bleibt, Arm schieben nach oben. Im Wechsel zweimal nach vorne, zweimal nach oben. Wunderbar. Wieder weiterlaufen. Wir gehen mehr in die breite Position. Arme sind am Körper. Wir heben im Wechsel die Fersen hinten hoch und schieben die Hände nach vorne. Ganz hinterm Körper, die entgegengesetzte Ferse berührt. Sehr gut. So, die Beine bleiben im äußeren Bereich. Wir wickeln von rechts nach links und schwingen die Arme einfach mal locker mit. Bleiben in der Bewegung. Das Bein, wo wir nicht belasten, geht seitlich mit hoch. Locker lassen. Sehr gut. Alles mal kurz ausschütteln, kurz durchschnaufen. Wer was zu trinken möchte, darf gerne kurz was trinken. Dabei erkläre ich schon mal die ersten zwei Übungen. Wir werden die Pyramide, das was ich vorher schon erklärt habe,
20 Sekunden, 30 Sekunden, 40 Sekunden und dann wieder nach unten arbeiten. In zwei verschiedenen Übungen. Die erste Übung gehen wir in den Unterarmstütz und die zweite Übung im Liegestütz. Ohne Bewegung, deswegen statisch. Wir halten die Bewegung nur oder die Übung nur. Und genau, wir werden anfangen mit der ersten Runde mit 20 Sekunden im Unterarmstütz und los geht's. Schaut, dass der Körper gerade ist, die Halswirbelsäule in einer Verlängerung der Wirbelsäule läuft. Atmen nicht vergessen, ganz wichtig, noch 5 Sekunden. Gleich geschafft und locken. Sehr gut. Zweite Runde wird länger, 30 Sekunden, wir gehen eine Stufe nach oben, aber jetzt im Liegestütz. Wir gucken, dass die Schultern über den Handgelenken sind, Beine aufstellen. Wir machen uns bereit, 3, 2, 1 und los geht's. In beiden Übungen aufpassen, dass ihr nicht durchhängt, sondern dass ihr immer schön stabil seid, immer schön den Bauch anspannen. Hälfte Hammer. Und locker. Sehr gut. Dritte Runde. Jetzt sind wir oben in der Spitze in der Pyramide. 40 Sekunden im Unterarmstütz. Wer merkt, ihn verlässt die Kraft, darf den kurzen Hebel nehmen, werde ich gleich zeigen. Bereit machen. 3, 2, 1 und los geht's. 40 Sekunden. Lang werden. Hälfte Hammer. So, wer jetzt sagt ihm ist das zu schwierig, zu viel, der setzt einfach die Knie ab und hält das Ganze im kurzen Hebel. Noch 10 Sekunden. Gleich geschafft. 5. Und locker lassen. Sehr gut. So, auf die Liegestütze müssen wir natürlich 40 Sekunden lang machen. Auch hier gibt es eine leichte und eine schwere Variante. Ich beginne mit der schweren Variante. Hände schon mal aufsetzen. Wir machen uns bereit in 3, 2, 1 und los geht's. Denkt dran, die Hände sind unter den Schultern. Körper gerade, Bauchspannung. Atme nicht vergessen. Auch hier haben wir die Hälfte erreicht, wenn es zu spiel ist. Auch hier die Knie absetzen, trotzdem schauen, dass wir von den Knien zu den Schultern zu den Haarspitzen eine Linie bilden. Letzten 5 Sekunden. Und locker lassen. Ausschütteln. So, die schlimmste Runden haben wir jetzt hinter uns. Das heißt, geht nochmal runter auf 30 Sekunden wieder im Unterarmstütz. Bereit machen. 3, 2, 1 und los geht's. Denkt dran, ihr dürft gerne die kurze Variante nehmen, wo ihr die Knie absetzt. So, Halbzeit, noch 15 Sekunden. Entschuldigung, es waren noch 20 Sekunden, sind veräppelt. Jetzt sind es noch 5. Und locker. Sehr gut. Ausschütteln, locker. Wunderbar, eine Runde machen wir noch in der Liegestützposition. Die letzten 20 Sekunden. Dann haben wir die erste Runde schon hinter uns. 3, 2, 1 und los geht's. Hälfte Hammer. Letzten Sekunden. Und locker lassen. Sehr gut. Perfekt. Erste Runde haben wir geschafft. Arme lockern, Schultern kurz auslockern. Sehr schön.
nächste Runde gehen wir ins Bridging, das heißt, wir gehen in Rückenlage, Beine sind angestellt, Oberkörper ablegen, Schultern liegen, Hände liegen neben dem Körper. Wir gehen gleich hoch, ich zeige es einmal noch kurz an, ins Bridging, das heißt, Hüfte ist oben und dann halten wir ein Bein gestreckt hoch. Genau, das Ganze natürlich im Wechsel. Wir beginnen wieder mit den 20 Sekunden am Anfang. Bereit machen, 3, 2, 1. Wir gehen hoch, linkes Bein in die Luft. Wir schauen, dass die Oberschenkel auf gleicher Höhe sind. Gleich geschafft, letzten Sekunde. Und locker das. Beine ausschütteln. Zweite Runde, 30 Sekunden, jetzt mit dem anderen Bein. Bereit in 3, 2, 1 und los geht's. 30 Sekunden. Wenn es einbeinig zu viel wird, macht einfach alle Runden beidbeinig am Boden, Hüfte oben nur halten. Das ist die etwas einfache Variante. Aber einbeinig kann das schon sehr anstrengend werden. So, die letzten 5, gleich geschafft, schön durchhalten und locker lassen. Ausschütteln. So, dritte Runde, 40 Sekunden mit dem ersten Bein. Bereit? 3, 2, 1 und los geht's. Das wird jetzt eine lange Runde. Immer schön Hüfte oben lassen, nicht einsinken. So gut es geht natürlich. Zur Not die leichte Variante beidbeinig machen. Und wir haben schon mehr als die Hälfte. Die letzten 10 Sekunden. Gleich geschafft. Und locker lassen. Sehr gut. Ausschütteln. Dann gibt es noch eine zweite Runde mit 40 Sekunden auf der anderen Seite. Langsam bereit machen. Wir starten in 3, 2, 1 und los geht's. Denk dran, die Oberschenkel auf gleicher Höhe zu halten. Atmen. Noch 4 Hälfte haben wir hinter uns. Fängt es auch bei mir an zu zittern. 10 Sekunden noch. Und locker lassen. Sehr gut. Auch hier, schöne Runde haben wir. Das heißt, noch 2 Runden, einmal 30 Sekunden beim ersten Mal, 20 Sekunden beim zweiten Mal. So, 30 Sekunden starten. In 3, 2, 1 und los geht's. Die Hälfte haben wir noch 15 Sekunden. Gleich geschafft. Und locker lassen. Sehr gut. Eine Runde noch. Nochmal 20 Sekunden, dann haben wir den Block auch hinter uns. Bereit machen und 20 Sekunden beginnen in 3, 2, 1 und los geht's. Hälfte haben wir schon, 10 Sekunden noch. Und locker lassen. Sehr gut, Beine ausschütteln.
verschiedene Varianten, einmal im langen, einmal im kurzen Hebel. Zeige ich euch beide den Beginn natürlich, aber in der langen, in der gemeineren Variante. Wir gehen in den Seitstütz, schauen, dass die Ellenbogen unter der Schulter ist. Beine übereinander legen. Ganz wichtig, jetzt schön die Bauchspannung. Wir beginnen mit 20 Sekunden. Hüfte oben halten. 3, 2, 1 und los geht's. Letzten Sekunden. Und locker lassen. Sehr gut. Seitenwechsel. Hier zeige ich jetzt die etwas leichtere Variante. Wir legen, knicken quasi die Knie ab, schauen aber trotzdem, dass Knie, Körper bis zur Schulter eine Linie bilden. 30 Sekunden. Beginnen in 3, 2, 1 und los geht's. Schön weiteratmen, nicht vergessen. So, noch 10 Sekunden. Und locker lassen. Sehr schön. Runde Nummer 3, wieder auf der ersten Seite. Jetzt kommt die lange Runde, die gemeine Runde, 40 Sekunden. Wieder schauen, Ellenbogen unter der Schulter, entweder im langen oder im kurzen Hebel. Bereit machen, in 3, 2, 1 und los geht's. Auch hier können 40 Sekunden extrem lange werden. Schön konzentrieren, an die Körperspannung denken. Atmen nicht vergessen. Halbzeit, noch 20 Sekunden. Zehn. Und locker lassen. Seitenwechsel. Hier lange oder kurze Hebel. 3, 2, 1 und los geht's. Noch 20 Sekunden. Gleich geschafft. Eine schlimme Runde hinter uns. Noch 10. Und locker lassen. Sehr gut. Perfekt. Zwei Runden haben wir noch. Eine 30er, eine 20er Sekunde. Erste Seite. 30 Sekunden. Halte. In 3, 2, 1 und los geht's. Gleich geschafft, sind es noch 10 Sekunden, dann haben wir es. Und locker lassen. Wunderbar, eine Runde noch, die letzten 20 Sekunden. Probieren wir alle nochmal einen langen Hebel. Beine ausstrecken in 3, 2, 1 und los geht's. Die letzten 20 im Seitstütz schaffen wir. Hälfte haben wir schon. Und locker lassen. Wunderbar. So, Arme ausschütteln. Nochmal lockern. Sehr gut. So, dann haben wir das Schlimmste schon geschafft. Wir dehnen uns jetzt noch ein bisschen. Und zwar legen wir uns erstmal auf den Rücken, wir kippen die Beine auf einen.
eine Seite. Schauen aber, dass die Schultern auf einer Seite auf dem Boden liegen bleiben. Arme ausstrecken und wir schauen zur entgegengesetzten Hand zu den Knien. Und einfach mal Ruhe halten. Mal hier schön in die Flanke hineinatmen. Ruhig und gleich. Gerne auch die Augen schließen, den Körper mal spüren. Und Seitenwechsel. Wir kippen die Beine auf die andere Seite, auch hier Arme zur Seite und wir gucken zur entgegengesetzten Hand. Wieder lösen, wunderbar. Dann kommen wir nach oben in den Vierfüßlerstand. Das heißt, die Knie sind unter der Hüfte, die Hände unter den Schultern und einfach mal kurz mal durchhängen lassen, ohne Gewalt nach unten zu drücken. Einfach mal locker lassen. Und dann machen wir mal oben Rücken, Kinn zu Brust. Und nochmal wechseln. Einmal locker lassen, atmen. Und nochmal den runden Rücken. Und wieder locker. Wir kommen nach oben in den Stand. Wir nehmen die Arme oben, die Hände oben zusammen, stehen ein bisschen mehr als hüftbreit. Und wir kippen den Oberkörper nach rechts und links. Verlassen. Wir stellen die Beine etwas schmaler. Jetzt nehmen wir die Hüfte aktiv dazu. Das heißt, wenn ich den Oberkörper auf die rechte Seite kippe, schiebt die Hüfte nach links, dass wir mehr einen Bogen in den Körper bekommen. Auch hier schön im Wechsel. Sehr schön. Dann danke ich euch fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall weiterhin viel Spaß bei den nächsten Videos, die von meinen Kollegen kommen. Auf Wiedersehen. Ciao.